Nein, tut er nicht. Es zählt ja als nächstes Dirt Ring, den werden wir auch gleich im Anschluss machen. Allerdings müssen wir noch 8 Stunden warten. Wir gehen jetzt wieder in unser Versteck, werden dann speichern und dann gleich zurückkehren. Ich werde jetzt nichts schneiden, ich werde das euch gleich 1:1 zeigen. Den hier parkieren, für den Fall, dass wir es nicht schaffen, dass wir gerade eine Karre haben. So, speichern. 18 Uhr, okay. Ah, nein, wenn wir jetzt nochmal speichern. Gut, dann machen wir folgendes. Dann machen wir jetzt, reicht das? Machen wir jetzt die Gelände. Ja. Ja, ich musste speichern, weil sonst wäre das irgendwie zu. Wie sagt man? Ja, dann, wenn ich gescheitert wäre oder PC abgestürzt wäre, hätte ich das Bloodring-Rennen nochmal machen müssen. Aber so ist jetzt das nicht nötig. Ich mache jetzt einfach, ich habe zwar nur 1 Minute Zeit, aber ich mache jetzt die Challenge da hinten. Zumindest eine möchte ich hier noch machen. Ich glaube, ich mache die mit dem Motorrad, weil dann kann man auch ein bisschen Gas geben. Beim Landstalker muss man sich wirklich Zeit lassen, weil der kippt relativ schnell. Hier ist es so, wenn man das erste Mal fährt, hat man keine Probleme. Ich glaube, ja, wenn man es dann das zweite Mal macht, kommen irgendwie Fässer dazu. Wenn man es das dritte Mal macht, kommt auch noch Regen. Wenn man es das vierte Mal macht, kommen noch Haitianer, die einem irgendwie. Aber das ist nicht schlimm, die schubsen einem ein bisschen an, aber das ist eigentlich problemlos. Beim Landstalker ist es so, dass da auch, glaube beim zweiten oder dritten Mal kommt da irgendwie irgend so ein Fahrzeug, das von einem Security-Typen gesteuert wird. Ja, muss ich am besten mit Handbremse arbeiten, dann geht es relativ schnell. So, ist gar noch interessant, weil jetzt fahren wir auf einer Sanchez und nachher die Dirt Ring Mission, also die letzte Stadion Mission, die wir noch tun müssen. Das ist dann auch wieder mit einer Sanchez und ja, die macht eigentlich noch ziemlich Spaß. Es ist eigentlich auch relativ einfach. Es gibt ein paar Sprünge oder Stunts, wie man das nennen will, die man tun muss. Die sind noch relativ schwer, aber ich bin motiviert, das mit euch jetzt zu absolvieren. Ja, übrigens, das war eigentlich nur für die PC-Version so. Also bei der PS2-Person ist, bei der PS2-Version ist es wirklich so, dass da von Anfang an es sieht nach Regen aus, kommt dann eine Meldung und dann regnet's. Und ja, genau, und dann kommen gleich auch die Krawallmacher, aber das haben sie für die PC-Version, haben sie das ein bisschen abgeschwächt, haben sie es rausgenommen. Aber das werde ich euch nicht zeigen, denn wie bereits erwähnt, ist es hier ja ein Walkthrough, wo es um den einfachsten Weg geht, um den schnellsten Weg und nicht darum, etwas möglichst, eben das Spielerlebnis möglichst vollständig zu zeigen. So, wir haben das erfüllt. Wir fahren jetzt gleich direkt mit der Sanchez zum unserem Sanchez Dirt Ring Event im Stadion. Speichern darf ich nicht, weil sonst wird die Uhr ja wieder vorgestellt. Das war übrigens, warum wird eigentlich die Uhr vorgestellt? Ja, der Tommy, der muss auch mal schlafen, oder? Und wenn man da speichert, dann schläft er 6 Stunden. So. Oh, Entschuldigung. So, ups. Ja, na gut, den restlichen Weg können wir auch zu Fuß. Wir sind ja sportlich. Wir haben jetzt unendlich Sprint. Gut, Dirt Ring. Hängt wieder. Nein, nicht. So. Dirt Ring.
Nimm den Sanchez und absolviere den Kurs, indem du alle Checkpoints passierst. Die Mission zu beenden, stell dich zu Fuß in die rosa Markierung. Gut, also hier empfehle ich zuerst einmal alle Checkpoints hier in diesem Kurs im Zentrum des Stadiums zu absolvieren. Also es ist übrigens so, man hat unendlich Zeit. Ich glaube, das ist einer, wo man mit einem Wheelie machen muss. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, dann machen wir einen Wheelie. Ja, hat geklappt. Machen wir, also ich empfehle, man hat übrigens unendlich Zeit und eben wie bereits erwähnt, ich empfehle alle zuerst innerhalb dieses Kurses zu machen, weil dann wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. So. So, jetzt sind wir aus dem Kurs raus, wir gehen aber gleich wieder rein. So. Ups. Ah, jetzt sind wir im Kurs. Okay. Ziemlich dunkel hier. Ich sehe gar nicht mehr. Ah, da. Ja, mir ist es meistens passiert, dass ich da einen... ich glaube, jetzt haben wir es. Mir ist es meistens eigentlich passiert, dass ich dann irgendwie einen noch vergessen habe. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle. Okay, gut. Machen wir als nächsten diesen hier. Hier einfach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug. Ja, hat gereicht. Also da war nicht extrem viel. Machen wir das gleich auch noch. Ja, hat auch geklappt. Machen wir diesen Ring hier auch noch. Also normalerweise brauche ich immer relativ viel Zeit für, ja. Normalerweise brauche ich immer relativ viel Zeit für diesen Parcours. Ich hoffe vielleicht, dass es jetzt mal ein bisschen schneller geht. Vielleicht ist es sogar empfehlenswert, die, also die, das Rennen da, das wir jetzt gerade gemacht haben. Also Rennen ist nicht, das ist so ein Trial, oder? Vielleicht empfiehlt es sich sogar, das vorher zu machen, dass man ein bisschen Übung für die Sanchez bekommt. Eben, ich finde die eigentlich die schwierigsten da mit den schmalen, ja, wo man da drauf fahren muss, so schmale Mauern. Da muss man wirklich genau drauf und, ja, toll. Jetzt ist er gerade in dem Moment eine Millisekunde, eine Nanosekunde, bevor er den Checkpoint erreicht hat, ist er runtergefallen, da hat er natürlich nicht gezählt. Aber eben, man darf hier einfach nicht verzweifeln, man muss es einfach immer und immer wieder versuchen und einfach nicht die Geduld verlieren, schön cool bleiben und very be happy, keep smiling, ja genau. Ja. Also ich habe schon auch Spieler gesehen, die haben das irgendwie in 5 oder 6 Minuten geschafft, also großes Daumen hoch. Jetzt aber. Jetzt schauen wir, was hier als nächstes ist. Hier das Mauskabel noch im Weg. Genau. Jetzt müssen wir hier rein. Ja, eben. Also, genau. Man muss gar nicht das erste. Man kann direkt hier rauf übrigens. Das ist ein bisschen abzukürzen und auch ein bisschen einfacher dann. Ups. Boom. Also Zeitdruck hat man nicht einfach, wenn man vom Motorrad fällt. Dann hat man eine bestimmte Anzahl Zeit, um wieder raufzukommen. Ui, dass ich das jetzt noch geschafft habe, hätte ich nicht gedacht. Gut. Dieser da, da müssen wir den von der anderen, ja, den müssen wir von der anderen Seite machen. Gut, den haben wir auch geschafft. 12 Checkpoints. Wir nähern uns langsam dem Ende. Hier wieder ein einfacher. Da muss man einfach nur springen. So. Und hier wieder eins, wo man rauffahren muss.
wieder rauffahren, aber der ist ein bisschen breiter. Gut, jetzt müssen wir auf die andere Seite. In diesem Bereich haben wir alles erledigt. Und da, dieses Mal mache ich den schwierigsten, also den finde ich persönlich am schwierigsten, den mache ich zuletzt. Ja, das ist nicht der schwierigste. Weil eben, wie gesagt, den mache ich zuletzt. Ja, weil der ist, ich habe den sehr, sehr demotivierend gefunden, in dem der den so schwierig finde. So. Muss auch aufpassen, dass er nicht zu früh abspringt dann. Okay, ich sehe hier, die zwei können wir eigentlich direkt nacheinander machen. Eigentlich theoretisch. Ja. Gut, noch 6. Also ja, ich glaube, jawohl. Eben das hier, diese zwei, das sind die schwierigsten, finde ich persönlich.